Derzeit bin ich Landestrainer in Baden-Württemberg für die Altersklasse U17 zuständig und nebenbei auch bzw. parallel Cheftrainer im VfL Sindelfingen. Vor kurzem habe ich an der Trainerakademie mein Studium abgeschlossen und wie üblicherweise zum Abschluss ist es so, dass wir eine Arbeit bzw. eine Diplomarbeit abgeben und kann mich einfach zu dem Thema das Wertesystem im Judo und ihre Erziehungs- und seine Erziehungsaufgabe. Da bin ich dann ins Judo gekommen und durch meinen Trainer bin ich dann einfach ein anderer Mensch geworden. Und ich glaube, das ist dem Judo zu verdanken und in eine andere Richtung mehr dem Trainer zu verdanken, weil der Trainer sich dann dementsprechend immer mit dem Thema beschäftigt hat, die Judo-Werte, die Judo-Etikette, die Umsetzung und so weiter und so weiter. Hauptsache, ich habe hier eng und ich habe eng. Ich sehe das einfach zurzeit so, dass dieses Wertesystem ein bisschen vernachlässigt wird. Liegt zum Teil nicht unbedingt an die Athleten. Es ist so, dass der Trainer eine ganz entscheidende Rolle da spielt. Ja, wenn die Athleten nicht darauf sensibilisiert werden, ist es so, die wissen es auch nicht und die kommen auch auf die Matte mit Schuhen oder die kauen Kaugummi oder dieses Respekt und so weiter verfehlt einfach ein bisschen. Und wie wir das alle einmal wissen, das ist einfach eine langjährige Tradition, auch das Judo. Das ist so, wenn die Kinder ins Judo gehen, dann heißt es immer, ja, das ist einfach anders als eine andere Sportart, aber was uns da eigentlich zu den anderen Sportarten entscheidet, da müssen wir nochmal rauskitzeln und unsere Sportart Judo einfach genauso mit den Traditionen einfach weiter entwickeln, weiter nach außen präsentieren. Das ist nicht nur Werfen, das sind nicht nur Medaillen des Judo, das lebt einfach auch mal von den Werten, weil dadurch erziehen wir einfach einige Kinder, wir erziehen einfach für ein gesamtes Leben. Ja, das ändert einfach ein Mensch. Wenn ich mich jetzt heute sehe, ich glaube, ohne das Judo wäre ich das nicht jetzt, was ich jetzt bin. Ich meine, ich habe auch einige Fehler, einige Macken, so wie alle anderen. Aber das glaube ich, ohne das Judo wäre ich viel, viel schlimmer geworden. Und Fazit für mich ist es so, ich wünsche mir, dass diese Judo-Werte, diese Judo-Etikette ein bisschen mehr in die Trainerausbildung verankert wird, dass wir mehr darauf sensibilisiert werden, statt 5 Minuten zum Beispiel Uchikomi zu machen oder 5 Minuten zu krabbeln, dann setzt man sich mit den Kindern hin und macht einfach 5 Minuten einfach mal über die Judo-Werte, über die einzelnen Judo-Werte reden. Und glaube ich, auch ich mache aus persönlicher Erfahrung, die Kinder, 5-Jährige, 3-Jährige, nach 3 Wochen, nachdem man mit ihnen nochmal geredet hat über die Judo-Werte, da fragt man genau, die Judo-Werte, die kennen sie. Sie wissen, wie die Umsetzung auszusehen hat. Und es liegt an uns Trainer, unseren Athleten, für ein anderes Leben, beziehungsweise das Judo zu begeistern. Und die Eltern profitieren auch davon.